Morgen. Wir haben jetzt Samstagvormittag. Der erste Kaffee ist schon getrunken. Und gestern haben wir ja hier auf der Seite noch die Wandheizung gemacht. Wir sind jetzt gerade im großen Kinderzimmer oder K1, wie wir es nennen, keine Ahnung. Auf jeden Fall tue ich jetzt hier noch die Wandheizung legen. Hat gestern der Kubina noch die Leisten hingemacht. Da haben wir nämlich spontan umgeswitcht. Eigentlich wollten wir die Innenwand hier machen. Hier, gespiegelt wie im Schlafzimmer. Aber gestern haben wir dann uns überlegt, Außenwand ist eh immer besser, wenn man die macht, damit die einfach wärmer ist. Keine Ahnung, das macht man halt irgendwie so. Und dann haben wir uns auch gedacht, das Problem ist, wenn wir jetzt an die Wand was mal hinmachen, dann, wenn man mal irgendwie einen großen Schrank hinstellen will, dann ist man ja, das ist ja das Problem bei einer Wandheizung, dass man da so unflexibel ist. Man kann ja nichts vor die Wandheizung stellen, deswegen muss man das gut planen. Und wenn man jetzt hier zwei große Wandflächen hat, wo man machen kann, was man will, dann ist man nur teilweise eingeschränkt, dass hier die Außenwände eben, wo man sowieso keine Schränke hinstellen sollte, weil Außenwände sind ja immer kühler, deswegen soll man das ja generell nicht machen, dass man da Schränke hinstellt. Es ist eh besser, man nutzt die Flächen. Ist halt ein bisschen umständlicher zu verlegen, aber jetzt in dem Fall geht das, weil die Flächen relativ groß sind. Im Wohnzimmer wird es interessant, das seht ihr aber dann, wenn wir dann im EG dann weitermachen. Das dauert aber noch ein bisschen. Wir machen jetzt erstmal hier oben soweit fertig. So, jetzt haben wir alles schön vorbereitet. Ich habe Platten ausgelegt, habe hier Platten ausgelegt, gestern Abend habe ich hier noch einen Rahmen hingemacht an der Türe, weil da ja auch Wandheizung ist im Bad. Habe alles schön vorbereitet und jetzt zeige ich euch mal kurz, was uns gerade aufgefallen ist. So, das ist unser Feinputzgerät. Damit komme ich sehr gut auch oben an 3 Meter hin, deswegen haben wir die lange. Ob es funktioniert, wissen wir nicht. Also, falls jemand Erfahrungen damit hat, ob das mit Lehmputz geht, gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben jetzt nur ein Problem, und zwar haben wir hier ja so eine Kupplung dran. Und wir haben ja eine relativ alte Putzmaschine. Und ich habe jetzt festgestellt, dass erstens hier, wo die Spitze dran ist, das lässt sich schlecht kuppeln. Das sind nämlich zwei gleiche Teile. Und dann haben wir uns gefreut, dass wir in unserer Kiste, die wir zu der Putzmaschine mitgekriegt haben, noch so einen Teil hatten. Aber das würde hier auch, das ist das richtige Teil, aber es ist ein bisschen zu groß. Das bedeutet, das können wir jetzt vergessen, weil wir müssen hier einen Adapter kaufen. Haben wir jetzt auch schon online gefunden, das gibt es wohl. Müssen wir halt jetzt bestellen, ist ein bisschen ärgerlich. Und jetzt haben wir überlegt, sollen wir uns jetzt quälen, weil mit der normalen Düse habe ich das Problem, dass ich mit der Leiter rumkraxeln muss und der Schlauch ist nicht so leicht hochzuheben. Ich müsste halt dann, wenn der voll ist, ist der noch schwerer. Also ich kann den nicht so halten lange. Das geht vielleicht 2 Minuten gut und dann fällt mir der Arm ab. Und ich kann also nur so auf bis ungefähr zu der Höhe kann ich arbeiten gescheit. Und dann wird es schon schwierig. Jetzt haben wir uns überlegt, macht das jetzt Sinn, dass wir uns quälen und mit der Leiter vielleicht umeinander tun. Oder ob wir einfach den Adapter bestellen und dann nächstes Wochenende verputzen. Ist jetzt ärgerlich, ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut. Aber wir werden jetzt erst nächstes Wochenende verputzen. Ist ja nicht so, dass wir nichts anderes zu tun hätten. Ne? Also ich werde jetzt die Schläuche schon mal auslegen.
dann können wir wenigstens nächstes Wochenende morgen schon anfangen, weil wir haben ja jetzt schon wieder Einsehen vorbei oder so, mit Wandheizung legen und so und vorbereiten und Fenster abkleben und so. Hat jetzt natürlich auch schon eine Weile gedauert. Wir versuchen das hier loszukriegen, weil das hier auch schon gescheit eingearbeitet ist. Und dann zeige ich euch mal noch was. Wir waren gestern unterwegs, weil wir ja noch Dämmplatten braucht haben, Perimeterdämmung. Und hier sind wir in unserem eigenen Baustofflager. wie ihr seht, haben wir einen riesigen Berg Dämmung besorgt. Das ist alles für den Sockel, da wo das Fundament vom Haus das Erdreich berührt, da kommen diese Platten hin. Die sehen ein bisschen verbraucht aus, die haben wir günstig gekriegt. Die sind 160 vom Maß her. Das sind XPS-Platten. Die werden jetzt auf die Dickbeschichtung geklebt von außen. Und dann kommt ein Armierungsputz mit Gewebe drauf und dann kommt der Sockelputz drauf. Und dann kann eigentlich zugeschüttet werden. Und weil wir ja jetzt Luft haben, machen wir jetzt die Platten hin. Ja, wie ihr seht, hat es regnen angefangen, deswegen mussten wir jetzt aufhören. Aber wir können jetzt sowieso nicht weitermachen, der Schaum muss jetzt auch schon mal trocknen. Wir haben jetzt voll die Seite nur fertig gemacht, solange es genieselt hat. Ich habe nur die Kamera an Sicherheit gebracht. Und dann machen wir vielleicht morgen, ich muss meinen Wetterbericht schauen, die Armierungsschicht hin, weil da steht nämlich drauf, dass die mindestens 7 Tage trocknen muss, bevor man dann überputzen kann. Also nächste Woche, Sonntag oder so, je nachdem, wie das Wetter ist, den Sockelputz drauf machen. Dann kann der trocknen. Das dauert alles so wahnsinnig lang. Wenn der Sockelputz dann getrocknet ist, kann man die Dichtschlemme drauf machen. Und wenn die dann getrocknet ist, dann kommt die Noppenbahn drauf. Also das wird sich noch ein bisschen ziehen. Gut, dass wir das so nebenher machen können. Jetzt stellen wir dann noch die Kupplung für die Putzmaschine, dass wir dann auf jeden Fall nächsten Freitag, Samstag anfangen können zu verputzen. Wir haben jetzt gerade noch so eine Baubesprechung gemacht und haben uns überlegt, wie wir das am besten machen. Wir wollen ja möglichst bald einziehen und wir werden auf die Baustelle einziehen, das ist gar keine Frage. Aber wir haben uns jetzt gedacht, dass wir oben 3 Zimmer soweit herrichten oder 5 Zimmer sind es, glaube ich, die wir herrichten können. Dass wir halt ein Bad haben, ein Schlafzimmer, Arbeitszimmer und einen Raum, wo wir kochen können. Und das kriegen wir auch soweit fertig bis Oktober, keine Ahnung, auf jeden Fall dieses Jahr noch.
muss halt dann die Heizung funktionieren. Deswegen müssen wir draußen auch weitermachen, dass wir dann die Wärmepumpen aufstellen können. Ja, soweit der Plan. Morgen geht es dann weiter mit Innenputz. Also ich fange morgen mit den Badwänden an, weil die werde ich mit der Hand anschmeißen. Das lohnt sich nicht für die 4-Sack-Putz, da jetzt die Putzmaschine dreckig zu machen. Deswegen mache ich das dann mit der Hand und der Kubin dann macht Kleinzeug weiter. Wir haben jetzt heute sowieso uns gedacht, weil es plötzlich angefangen hat zum Regnen, wir wären jetzt um die Uhrzeit eh noch nicht fertig mit dem Verputzen. Dann wird der Kubin dann hier im Gewitter draußen stehen, vorher hat es noch gescheit gewindet, hat richtig gestürmt. Deswegen war es vielleicht gar keine dumme Idee, das nach hinten zu schieben. Das Wetter muss halt auch mitmachen, weil die Putzmaschine steht ja logischerweise draußen. Und jetzt haben wir uns gedacht, dann können wir jetzt noch mehr Räume vorbereiten zum Verputzen. Vielleicht kriegen wir dann nächste Woche noch das Gästezimmer hin mit der Elektrik und allem drum und dran. Und dann bereiten wir alles vor unter der Woche und dann können wir nämlich Freitag, Samstag durchziehen und die erste Schicht machen. Dann kommen wir auch gut voran. Guten Morgen, wir stehen jetzt hier in der Dusche. Ich habe jetzt vor, die Wand und die Wand mit dem Kalkputz zu verputzen. Der ist für als Fliesenträger geeignet. Und hier an die Wand, da kommt ja sowieso nichts hin. Da kommt dann direkt die Abdichtungsbahn hin. Ich habe mit den Herstellern von Fliesenkleber und von den Abdichtungsbahnen geredet, aber da hat irgendwie auch keiner so richtig einen Plan, weil normalerweise macht man das nicht so. Aber es spricht nichts dagegen. Ich habe es probiert, es hat gehalten. Das einzige Problem ist halt das Abtrocknen, weil die Holzfaserplatten nicht ziehen. Also die Feuchtigkeit nicht ziehen und darum muss man halt schauen, wie das mit dem Trocknen dann ist. Das dauert halt wahrscheinlich relativ lang, aber hilft halt nicht, das ist halt dann so. Da müssen wir dann schauen, dass wir nicht zu früh die Fliesen draufkleben. Ein bisschen kann die Feuchtigkeit ja abgezogen werden. Ziegel wäre natürlich einfacher oder normaler Putz. Ich habe mir die Putzschienen schon vor einiger Zeit mal hingemacht, weil ich mir dann dachte, das kann man dann bei Gelegenheit mal machen. Und heute dachte ich ja eigentlich, dass die Außenwände schon mit den Wandheizungen schon verputzt sind. Und dann war sowieso der Plan, dass ich heute noch die Dusche mache, damit wir hier möglichst schnell weiterkommen. Wir müssen ja erst den Putz an die Wand machen, bevor wir den Bodenaufbau machen können. Und wir würden jetzt wahnsinnig gerne mal den Boden machen, weil wir hier ja noch Fußbodenheizung verlegen müssen. Und dazu brauchen wir die Trockenerstrichplatten. Und die Badewanne muss auch noch aufgebaut werden. Und das ist noch so viel Arbeit hier in dem Bad. Genau, wir wollen das ja möglichst dann im Herbst beziehen können und mit den ganzen Trocknungszeiten und so. Ne? Also, egal, jetzt kümmere ich mich mal um die Wände hier. Ich habe mir ausgerechnet 4 Sack, 35 Kilo Säcke. Putz reichen mir. Ich habe ungefähr 1,5 cm Aufbau, eigentlich schon wieder 1,5 cm zu viel, wie man machen soll. Aber ich weiß jetzt auch nicht. Es hat jetzt hier keinen Wert, das auf so einmal zu machen. Ja, jetzt probieren wir das mal aus.
So, die Dusche ist verputzt. Man schaut ein bisschen aus wie so eine Übungskoje. Erinnere mich an meine Gesellenprüfung. Naja. Ich habe hier schon gerieben, da ist noch zu nass. Da muss man noch drüber reiben. Müsste man jetzt eigentlich nicht machen, weil da kommen eh Fliesen drüber. Aber für den, keine Ahnung, für uns, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier ist jetzt die Dusche fertig. Der Akku von der Kamera ist leider ausgegangen, ich habe es nicht gemerkt. Aber es ist ja sowieso immer das Gleiche. Hat jetzt relativ lange gedauert, weil ich einfach das auch noch nicht so oft gemacht habe. Und ne, ich glaube, jeder Putzer hätte das wahrscheinlich in 2 Stunden geschafft oder so. Und ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 gebraucht. Jetzt geht es draußen weiter. Da muss nämlich der Klebe- und Emulgierungsmörtel aufgetragen werden. Aber es sieht eigentlich ganz nice aus. Jetzt kann man sich schon besser vorstellen, wie das mal wird. Ihr müsst halt wissen, von wo bis wo das hin muss. Oben? Bis unten. Ah, siehst du? Genau, das ist nämlich das Problem. Und oben drauf kommt nichts, oder wie? Ja, keine Ahnung, wir haben halt. Das. Also die ungefähr ist unsere Geländeoberkante. Mhm. Wahrscheinlich eher dann hier, oder? Ja, das Kiesbett geht bis da, dass man das nicht sieht. Thank you.